So Leute, schnell hier noch das Flaschen-Special. Und der besoffene Weihnachtsmann, der war wieder besonders fleißig, hat wieder seine Flaschen gut versteckt. Und die werden wir jetzt alle suchen. Wir haben jetzt 15 Stück, wir fehlen uns also noch der Hälfte. Und ich würde sagen, los geht's, da sehen wir schon die erste. Yeah. Voll easy und so, ne? Oh Mann, und da werde ich auch schon wieder gesehen. Oh, böser, Junge. Junge? Ja. Na egal. War das der Eisbär da gerade? Nee. Hier gibt's doch keinen Eisbär. Hui, ja, hier unten musste irgendwo noch eine Flasche sein. Ich kann mich irgendwie mal dran erinnern, ja. Oh, und ich werde natürlich hier wieder ein bisschen Musik meiner eigenen Sache, ne? Also, Filme ab, Musik ab. Na, 1, 2, 3 oder 3, 1, 2 oder 3. Seht ihr, ob ich richtig kacke? Nee. So, wo ist da drinnen los? Ich weiß ganz genau, irgendwo ist einer drinnen und muss mal aufs Örtchen hier. Nein, keiner drinnen? Okay, dann halt das nächste Mal, wenn ich nicht dran denke, ja. Aber egal, was interessiert's uns? Wir wollen alle Flaschen sammeln und damit ich hier einen kleinen Überblick habe, gehe ich einfach mal hier so am Außen lang. Und ich halte meinen Mund. Oh, das war fehl. Schwingen. 1, 2. Wir kennen ja die physikalischen Gesetze hier. Schwingen heißt das. So. Gut. Na, wo haben wir die? Bestimmt auf dem Boot da, was? Aber egal. Ich habe ja auch eine Schwäche für wertvollen Gegenstände. Besonders, wenn das jemand klaut, ja? Diesen Dieb werden wir jetzt enttarnen. Und da haben wir das Nugget wieder zurück. Nun können wir es den rechtmäßigen Besitzer wiederbringen. Danke. Oh, jetzt. Da oben sehe ich nichts. Also ich gehe mal davon aus, dass hier nichts ist. Aber wir werden es sehen, wenn wir wieder 20 Minuten unserer Zeit hier verschwendet haben. Bei dem Flaschen-Special. Dann werden wir auf die Idee kommen, da mal auf die Schiffe bestimmt drauf zu gehen. Um zu schauen. Weil ich so doof bin und es jetzt nicht mache gleich. Na komm. Da wird schon kein. Ruhig. Ich höre eine Flasche bestimmt da oben drauf. So, lass mich mal schauen. Ja. Okay. Die haben wir auch. Ich höre da jetzt oben zwar nichts, aber ich gehe einfach trotzdem mal hier hoch. Aus einem einfachen Grund, weil ich den hier hauen möchte. Ja. Weil das so Spaß macht. Nee, ich sehe da wirklich keine Flasche. Aber ich höre eine Flasche irgendwo. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier mit der Lautstärke hört. Auf jeden Fall. Da, seht ihr so. Okay. Hui! Ja! Yeah. Und wieder den Müll entsorgt hier, ja. Das netten Sand. Bottlemon. Nee, Bottlemon? Ich komme aber immer auf Ideen. Zum Beispiel statt einer Flasche zum Fass zu greifen. Cool. Oh! Aber. Da greife ich doch lieber hier in die Tasche. Yeah! Großer Goldborn. Sowas liebe ich gerne. Da habe ich endlich mal einen guten Job gemacht. Um die Flasche zurückzubringen. So, da drüben. Ja, komm. Einfach hier drauf. So. Dann hätten wir schon 19. Gut. Und da sehe ich auch noch eine. Also es geht ja am fließenden Band. Oder an der rollenden, ja, Wassermühle hier. Oder die leitet uns zum Wasser. Eigentlich wollte ich jetzt darüber springen. So, komm. Da muss doch irgendwo noch. Nee, hier habe ich. Gut, ich habe es in der letzten Folge mit dem Baumstamm hier versucht, hier rüber zu kommen. Kann man auch machen, aber. Wäre vielleicht auch der sicherste Weg, wenn man ihn richtig trifft. Geh einfach mal darüber. Weiß auch nicht wieso. Ich möchte mich das nette Ahornblatt hier. Der kanadischen Flagge angucken. Auf diesem Boot. Und stell mir vor, wie viele Fische man hier fangen wird mit diesem Boot, ja? Lecker Fisch. Und was erzähle ich hier? Ich sollte mich auf die Flaschen konzentrieren. Nein, lass mich. Nein, nein. Mami. Der hat den abgeschossen, geil. Das nenne ich Teamarbeit. So, mal schauen. Da oben war doch nicht irgendwo eine Flasche? Nee, da war so ein Gegenstand. Gut.
Dann habe ich mich halt geirrt. So, 20 Flaschen. Gehen wir mal hier unten lang. Denn hier ist ja auch immer was, ja? Unten, im unteren Bereich eines Abschnittes. Und ich, mein Controller vibriert, das bedeutet, dass der Bär uns sehr gerne mag. Und man hat es auch gehört, die anderen Kollegen haben von ihnen eine, ja, wie sagt man, einen Pferdekuss bekommen. In dem Fall halt ein Bärenkuss. Oh, ich höre noch eine Flasche. Moment. Da, unser Van, sicher geparkt auf Eis, ja. Ist ja nicht so, dass dieser Van irgendwann mal auf Eis geht. So, da oben. Na, komme ich da so einfach so hoch? Ich glaube nicht. Und darum nehmen wir einfach den guten alten Mast, den wir schon aus dem ersten Teil kennen. So. Bentley, wo hast du die Karte für die Karten, für die Flaschen? So, wo könnte ich jetzt noch hin? Noch 7 Stück? Ist ja eigentlich noch eine ganze Menge. Dürfte also im Moment noch nicht allzu schwierig sein, hier noch eine Flasche zu entdecken. Aber ich muss immer erstmal überlegen, wo ich schon überall war. So. Dam-taram. Ich weiß gar nicht, da oben habe ich mich mal... Da oben haben wir ja einen Sender platziert. Oh, hier noch was? Hm. Ich traue den Frieden nicht. Ich gehe einfach mal hier lang. Auch wenn ich jetzt nichts sehe und nichts höre. Aber vielleicht schmecke ich halt die Flasche. Na? Ey, komm, das wäre doch eine gute Stelle hier gewesen. Das wäre eine gute Stelle gewesen, um eine Flasche zu platzieren. Auch vielleicht habe ich die schon eingesammelt. Damit erkläre ich es mir jetzt so. So. Ja, Mist, jetzt müssen wir nur den ganzen Weg da. Naja. Rumpelbibum, rumpelschum. Oh. So, wie viel fehlen es noch? Immer noch 7. Okay. Na, ich gehe einfach mal auf der anderen Seite hoch. Und von dort aus kann ich halt dann nochmal gucken, richtig. Ob irgendwo noch eine Flasche ist. Hier unten sehe ich auch nichts. Da, doch, da unten. Ja gut, die merken wir uns einfach mal. Denn ich will jetzt nicht unbedingt wieder runterspringen. Weil es schon ein schöner Weg hier hoch. Auf Jorbeso seine Bruchbude. Wo er so manche Tage sitzt, alleine und überlegt, wie er, was er als nächstes abholzen kann für Wälder. Na gut. Hat sich jetzt nicht sonderlich gelohnt. Und ich würde einfach sagen, wir schnappen uns die wir da gesehen haben. Ja. Oh. Hallo. Bist du nicht von Ice Age? Hey, das ist doch ein Teil. Und wie kommt mich das bekannt vor? Ich glaube, hier gibt es auch noch eine Mission. Naja, was soll's. Ich gucke einfach mal auf die Zeit. Na gut, haben wir noch ein bisschen. Obwohl, wüsste jetzt nicht, wo die restlichen sind, wie immer. Hey! Oh, leck mich. Hier trampelt wer. Ah, ich dachte, das ist die Musik. Nein, das ist der Eisbär. Nein! Mami. Ach ja, jetzt habe ich eine Idee, wo noch welche sein könnten. Die Frage ist, ob wir hier schon alle Flaschen haben. Wenn wir jetzt hier alle Flaschen hätten, hätte ich gesagt, gut, hätten wir uns mal auf den Leuchtturm begeben können. Stattdessen sage ich, wir begeben uns einfach mal auf den Leuchtturm. So. Au, das ist kiekt. Au, 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 au. Egal, für Flaschen tun wir alles.
Nix, nämlich. So. Ich hatte doch... Nee, hier hatte ich schon mal eine Flasche eingesammelt. Stimmt. Ja. Ach komm, die müssen noch irgendwelche Flaschen geben. Wir besteigen einfach mal den... Ah, das hört sich wieder an. Wir besteigen einfach mal den Eisturm hier. Ja, ein Leuchtturm ist es jetzt nicht, wirklich. Es ist ein Eisturm. Ja? Ich weiß schon. Ich weiß, was ein Eisturm ist, wenn ich einen Eisturm sehe. So. Aber nee, nee. Sly will nicht da so. Ah, komm, wo sind jetzt hier die letzten Flaschen? Ich diskutiere hier nicht rum. Gib mir einfach die Flaschen. Und die Flaschen raus, oder es knallt, Mann. Ah, da ist eine Flasche. Ah, da klötzt der wieder. Genau, nämlich die habe ich. Die Flasche. Die wollte ich mir aufheben für das Flaschen-Special. Die habe ich nicht das letzte Mal schon gesehen. Ja. So, und wir sind an den Punkt angekommen, wo ich sage, wir gucken wirklich auf dem Boot da. Aber ich sehe da nichts. Komm, das kann mich sparen. Ja, hüpft als Erste hier hoch. Hüpft, ja, vor mir hoch. Nee, ich höre hier keine Flasche. Aber es hat sich eben angehört, als ob der eine Flasche kaputt gemacht hat. Der wird doch nicht so fies sein und uns die Flaschen stehlen? Hä? Bist du ganz fieser, Junge. Kannst du nicht bringen. So, nun bin ich aber wirklich hier auf dem Boot und stelle fest, nein, hier ist keine Flasche, okay. Das wundert mich jetzt sehr, aber wie soll ich jetzt rüberkommen? Hä? Das ist ja fies. Das ist ja richtig fies hier. Junge. Na gut, wir können so machen. Aber es wäre fies gewesen, wenn ich es nicht so gemacht hätte. Ah, komm, hier unten müsste irgendwo noch Flaschen sein. Hier, ganz unten. Was knackt hier? Nix. So. Manchmal hier auch im Baum. Nee. Manchmal auch nicht. Tja. Keine Flaschen zu sehen. Ach, jetzt weiß ich, was das Geräusch war. Hier fallen nämlich immer Eiszapfen von der Decke. Das hört sich auch an wie Eis. Hallo, Grizzly. Schöner Tag heute so, ja. Schöne Polarlichter und so. Ja, ganz nett. Also, halt die Klappe. Höre ich hier irgendwas? Nein. Also das ist ja komisch. Ah. Ich höre hier oben noch eine. Und da unten sehe ich eine. Oder ist sie das? Na gut, wir wagen es einfach mal und gehen in den Bezirk des Grizzlies. Okay, 4 Stück fehlen jetzt noch, Leute. Hallo. Oh, Idiot. Also ich höre keine Flasche irgendwo. Schon sehr komisch. Hm? Als ob du was gehört hättest. Achtung, Eiszapfen. Oh Mann. Ja, jetzt sitzt du. Jetzt sitzt du auf dem Kackhaus, ja? Ich meine, hast keine geregelten Zeiten, ja? Nee, immer denn, wenn ich nicht drauf gefasst bin, ey. Wir sind nur schon. Haha, oh. Okay, sie haben mich gesehen. Ich dachte, das ist ein gutes Versteck. Ey, yippie, ja. Oh, oh, voll. Ja, voll neue Action hier. Oh, nein. Warte, das ziehen wir uns rein. Hui. Ich find's immer geil. Genau, wenn sie mich verfolgen, dann gehe ich einfach zum Grizzly und sage: Hey Grizzly, könntest du mal. Oh, aber nicht mich. Oh, danke. Gut, zensiert die Zähne, wie Sly hier war. Mit offenem Körper da im Wasser voll. Ne? Und so. Egal. Wir sind wieder hier und das freut mich nicht. Ah, Mann, ey. Es sind auch noch 4 Flaschen. Jetzt hätten wir auch mal schon mal, wenn ich mal so überlege,
der Zeitabstand, da hätten wir schon mal wieder einen entdecken können. Piss dich. Ah, Mann. Da fehlen mir jetzt richtig die Wörter. Richtig die Wörter fehlen mich. Ah, da oben ist noch einer. Wie soll ich da hochkommen? Cool. Ja, nö. Och, bitte nicht, ey. Komm, da klitschen wir uns hoch. Kann ich nicht Doppelsprung? Ich glaube, Murray wäre jetzt hochgekommen hier. Ja. Ah, komm. Hier auf dem Baum, ne. Ach, klappt da jetzt nicht hier. Vorführeffekt. Dann gehen wir halt hier den üblichen Weg. Wir haben noch entdeckt hier von der Wache. Gut. Wenigstens haben wir da noch eine Flasche entdeckt. Drei Flaschen. Go. Ich wüsste jetzt auch wirklich, ey. Wie oft habe ich das schon gesagt, dass ich nicht mehr weiß, wo ich suchen soll? Und immer wieder habe ich sie gefunden. Also. Bist du, Junge? Ach, Mann, ey. Komm. Zeig mir die letzten Flaschen hier, Junge. Hui. Das war klar. Ja klar, alles klar. Ja klar, ja klar. Leck mich in der Marke. Ah, Sorge, mein schnell Sorge, wo bist du? Sorge, rette mich. Nein, ich hab eine Marke. Warum? Nee, das ist der Peilsender, egal. Hui. Hier war schon 20 Mal drauf. Oh, drei Flaschen, Leute. Mann. Geil. Los, los doch mal. Eisbär, komm. Los. Gegner, wo seid ihr? Hilfe. Ah! Ich werde vom Eisbär verfolgt. Ah! Hilfe. Eisbär. Aber schnell ist, muss ich schon sagen. Los. Eisbär. Eisbär! Eisbär! Rette mich! Eisbär! Hui! Hui! Geil, Junge! Haha, hier kommst du nicht hoch. Eisbär! Aber danke, war eine gute Idee von dir. Gute Kooperation und so. Mann, Junge! Ah! Wo sind jetzt die letzten Flaschen hier? Komm, 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 komm. Komm, 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 Junge! Bring mich nicht auf 100, ja? Auf 100 Eisblöcke. 100 Eisblöcke, Wahnsinn. Hä? Wo soll das? Geh erstmal gucken. Und ich gucke erstmal, wo die Flaschen sind hier. Hey, was ist das? Trampolin. Ja, auf Holz hüpfen, cool. Holzkopf. Ah, komm. Dann nehmen wir mal hier so und da so. Und hier und dort so und da hier. So, ja. Oh. Ah, gib's zu, Adler. Du hast die Flaschen geklaut, wa? Oder dort? Nein. Ich weiß echt nicht mehr, wo die letzten Flaschen sind hier. Gibt's da sowas? Ich glaube, ich muss das mal wieder rausschneiden hier. Oder? Was sagt ihr? Seid ihr noch dabei? Oder soll ich es rausschneiden? Habe ich schon rausgeschnitten? Ich weiß nicht. Ich höre auch keine Flasche mehr. Ey. Ah, ich höre eine. Moment, Moment. Das haben wir gleich. Da oben. Ah, sag mal, wieso habe ich die denn noch nicht gefunden? Hier war ich doch auch schon 200.030 Mal. Das ist ja nun hier gar nicht schön. Dass ich die nicht gefunden habe, ja? Schaut sie euch an. Die ist doch gleich in der Nähe. Nee, ich weiß warum. Ich heb mich die mal auf, weil das Flaschen-Special soll nicht so lange dauern. Ja, und dann sehen wir ja, was dabei mal rauskommt. Dann dauert es halt zu lange, ja, irgendwie. Also finde ich würde jetzt lieber eine Mission machen. Ist mir halt doch ein bisschen zu lange immer. So 10 Minuten, das wäre immer in Ordnung für mich. Aber so. Vor allen Dingen immer am Schluss. Da sind es dann nur noch zwei Flaschen. Du suchst wie Ötzi hier, ja. Ötzchen. Ötzchen! Da blitzert was. Blitzert. Was könnte das sein?
Ah, das war's, genau. Nee, Leute, ich werde es mal anders machen. Ich suche jetzt die letzten zwei Flaschen und dann sehen wir uns da wieder. Okay, Leute, ich habe eine Flasche gefunden. Und zwar hier, ich werde noch ein bisschen gesucht hier, aber egal. Hier, in einem Kackhaus, ist eine Flasche. Okay, und dann sehen wir uns bei der letzten Flasche wieder. Okay, Leute, ich versuche es nochmal am Leuchtturm. Hier ist doch Eis. Ja, eigentlich wohl übersehen. Ich muss mir wirklich mal Gedanken machen, mir eine Brille zuzulegen. So, und ich hoffe mal, dass jetzt hier... Oh. Dass hier oben die letzte Flasche ist. Der Weg kann ja hier nicht so umsonst sein, oder? Ist das doch? Na komm. Ja, hier ist keine Flasche. Aber ein netter Wächter. Egal. Wir schnappen uns den wertvollen Gegenstand, damit sich das Wesen etwas lohnt hier. Und wir sehen uns dann nochmal. Nee, komm, das könnt ihr mitgucken, ja. Wie ich das zum Versteck bringe. Das wird wohl das längste Flaschen-Special. Okay, den Gegenstand haben wir hineingebracht. Wir sehen uns bei der letzten Flasche. Tschüss. Okay, mein Instinkt führte mich irgendwie nochmal zum Leuchtturm und ich habe recht behalten, denn ich höre auf dem Leuchtturm die letzte Flasche, die wirklich die Krönung ist hier. Gut, das war's für diesen Flaschen-Special. Was wir dafür bekommen, das seht ihr dann in der nächsten Folge.